Sonos ist ja quasi wie Tesla für smarte, sogenannte Multiroom-Lautsprecher. Und natürlich haben die auch eine ganze Reihe an Optionen, um den Sound eines Fernsehers zu verbessern. Und wenn du dich fragst, welche Sonos-Soundbar für dich in Frage kommt, dann ist das genau dein Video. Denn ich habe hier alle Sonos Heimkino-Produkte hier und werde sie miteinander vergleichen. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und ich möchte erst kurz darauf eingehen, was Sonos grundsätzlich besonders macht, bevor ich dann alle Soundbars von der günstigen Ray über die Beam bis zur Arc mit allen möglichen Erweiterungen durchgehe. Die ausführlichen Tests, Artikel und natürlich auch die Angebote findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann zeigt uns gerne eure Unterstützung mit Abo, Glocke und natürlich auch jedem Daumen nach oben. Sonos ist der Konkurrenz eigentlich immer einen Schritt voraus. Jeder andere Hersteller, der smarte, vernetzte Lautsprecher anbieten möchte, muss sich immer mit Sonos messen. Aber was genau zeichnet die Lautsprecher und Soundbars von Sonos aus? Der wichtigste Punkt: Sonos funktioniert. Und das immer super intuitiv und problemlos. Als Vorreiter in Sachen Multiroom hat Sonos sich über die Jahre einen beeindruckenden Ruf erarbeitet. Synchronität über mehrere Stockwerke und etliche Räume, eine einfache Bedienung via App und die Implementierung von über 100 Streamingdiensten machen hier wirklich den Unterschied. Und mittlerweile gibt es auch 3 Soundbars für verschiedene Budgets oder eben Ansprüche. Alle 3 Soundbars werden dank WLAN Teil des Multiroom-Setups und alle kann man durch einen Subwoofer oder Rear-Speaker noch erweitern. Gesteuert werden Sonos-Produkte eigentlich durch die App oder per Sprachassistent. Man kann aber zum Beispiel die Lautstärke meist mit der Infrarot-Fernbedienung des Fernsehers regeln oder eben auf den Produkten selbst. Und damit die Soundbars oder Sets in jedem Raum gut klingen, hat Sonos mit TruePlay eine echt gute Einmessung parat, sodass der Klang mithilfe eines iPhones oder iPads schnell und einfach auf den Raum optimiert werden kann. Ja, die Sonos Ray bekommt man schon für unter 300 Euro und sie kann auch in sehr beengten Verhältnissen problemlos unter den Fernseher gepackt werden und liefert auch bei den meisten Fernsehern schon ein echtes Sound-Upgrade. In der Preisklasse der Ray darf man aber auch nicht allzu viel erwarten. Die Soundbar selbst liefert nur Stereo-Sound und es gibt auch nicht mal einen HDMI-Anschluss. Allerdings reicht zum Beispiel die digital-optische Verbindung für das, was mit der Ray auch möglich ist, völlig aus. Und das ist jetzt eigentlich Zufall, dass wir gerade die Ray als einziges Produkt in Schwarz da haben, denn alle gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß. Aber es ist doch irgendwo ein bisschen praktisch, denn eigentlich würde ich die Ray nur in sehr speziellen Situationen empfehlen. Für die meisten lohnt es sich wirklich, mindestens direkt mit einer Beam anzufangen. Ja, bei dieser Beam handelt es sich eigentlich um die 2. Generation, um genau zu sein. Sie kostet ca. 400 Euro und dafür bekommt man schon deutlich mehr als bei der Ray. Die Beam hat nämlich direkt 5 Kanäle und liefert gerade für die immer noch geringen Maße echt guten Surround-Sound. Die Verbindung mit dem TV erfolgt am besten über HDMI eARC und damit unterstützt die Soundbar sogar Dolby Atmos. Obwohl auch die Beam der 2. Generation keinerlei nach oben abstrahlende Atmos-Lautsprecher besitzt, stellt sich ein durchaus überzeugender 3D-Effekt ein. Auch wenn es eigentlich nicht wirklich sein kann, schafft die kleine Sonos Soundbar auf einmal die Illusion, bestimmte Geräusche kämen von oben oder eben seitlich neben dir. Wenn es aber noch mehr Bühne und Räumlichkeit sein soll, dann gibt's ja noch die Arc. Man sieht direkt, wie viel größer sie ist und von den 11 verbauten Treibern sind auch 2 nach oben gerichtete für die Höhenkanäle mit dabei. Natürlich liefern alle 3 Soundbars auch einen schönen Klang für die Musikwiedergabe, was man von Multiroom-Lautsprechern ja auch irgendwo erwarten darf. Die Arc kann hier aber auch wieder am meisten
und bietet eine breite Bühne mit fein aufgelösten Details. Für die Arc ist man zwar ca. 800 Euro los, dafür hat man aber raumfüllenden, dynamischen und klar definierten Sound, auch schon aus der Soundbar alleine. Mit zwei One SL Lautsprechern kann man den Surround Sound der Soundbar nochmal deutlich verbessern, weil man dann echte Kanäle von hinten hat. Zusammen mit einer Beam, aber erst recht mit einer Arc, entsteht dadurch wirklich ein genialer Surround Sound. Natürlich kann man die One auch einfach als Lautsprecher zur Musikwiedergabe nutzen. Das SL steht übrigens für ohne integrierte Sprachsteuerung. Wenn man die Lautsprecher aber als Erweiterung einer Soundbar anschafft, dann ist dies auch eigentlich nicht vonnöten. Für die smarte Variante würde man ca. 30 Euro Aufpreis pro Lautsprecher zahlen und dann hätten sie auch wieder Sprachsteuerung. Und zu guter Letzt gibt es ja noch zwei Subwoofer. Den Sub der dritten Generation und den neuen Sub Mini. Die Unterschiede sind ziemlich offensichtlich. Der größere Sonos Sub kann mit mehr Durchschlagskraft und Präzision aufwarten, während der kleinere eben ca. 200 Euro günstiger ist und für kleinere oder mittlere Räume durchaus ausreicht. Wie anfangs bereits angesprochen, kann man natürlich auch mehrere Sonos-Produkte zu einem Surround-Set kombinieren. Ehrlich gesagt ergibt das bei der kleinsten Soundbar, der Ray, noch nicht so viel Sinn. Aber eine Beam oder Arc profitieren wirklich von mehr Bass oder Surround-Sound. Das Ultimum wäre dann die Sonos Arc mit dem großen Sub und zwei One als Rear-Speaker. Dieses Set liefert einen echt beeindruckenden Surround-Sound mit echtem Heimkino-Feeling. Allerdings ist man da auch ca. 2000 Euro los. Ja, ich denke, die meisten von euch, die dieses Video anschauen, sind sowieso an Sonos-Produkten interessiert oder haben bereits welche zu Hause. Wenn es nicht um die Multiroom-Lösung oder spielend leichte Erweiterung eines bestehenden Sets geht, dann gibt es oft durchaus bessere Optionen für einen ähnlichen Preis. Was Sonos aber liefert, ist eine tadellose Qualität mit innovativen Features, die den Sound weiter verbessern. Die meisten softwareseitigen Verbesserungen wird man auch in Zukunft noch per Update bekommen, sobald diese eben noch weiter optimiert werden. Und die Soundbars, One-Lautsprecher oder Subs spielen im Handumdrehen im Einklang mit euren übrigen Sonos-Lautsprechern. Welche Soundbar jetzt genau die richtige ist, hängt natürlich von eurem Budget oder Platz ab. Wenn möglich, würde ich aber mindestens mit der Beam anfangen. Der Aufpreis für die Arc ist nicht wenig, aber sie bietet auch ein echt großes Mehr an Raumklang. Und alle anderen Lautsprecher kann man ja auch später noch dazu kaufen. Habt ihr schon Sonos-Produkte zu Hause? Beziehungsweise interessiert ihr euch auch für die ganzen anderen Produkte von Sonos, wie die Bluetooth-Boxen oder die günstigeren Symfonisk-Optionen von IKEA? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Jetzt sag ich nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.